Alter, was geht ab, Leute? Hier auf dem Weg nach Dortmund. Und dreimal dürft ihr raten, wo ich bin gerade. In fucking Ulm. Checkt das Video von meiner Deutschlandtour ab, wo ich in Ulm war. Und jetzt bin ich wieder hier gelandet. Oder eher gesagt gestrandet. Wir hatten Störungen. Und dann, keine Ahnung, wir hatten zwei Störungen. Erstmal allgemeine Störung, wo wir dann einfach stehen geblieben sind. Und dann auf einmal sind wir hier gelandet. Und unser Zug hat auf einmal Störung. Keine Ahnung, auf jeden Fall hoffe ich, dass ich das jetzt irgendwie nach Dortmund schaffe. Alter, ist das leidend. Mein Zug fährt erst in einer halben Stunde. Alter, kaum zu fassen, dass ich wieder hier bin. Rechts die Brücke, Ulm, die Arena hier. Hier gibt es nicht mal eine Arena vom Hauptbahnhof. Da ist der Friseur, wo ich hingehen wollte, der zu teuer ist. Alter, zu krass, dass ich wieder hier bin. Ich hole mir jetzt was zu essen und dann geht's hoffentlich direkt nach Dortmund. Ankommen werde ich dann um 16 Uhr ungefähr. 1,5 Stunden später als geplant. Ja, und dann muss ich noch zu meiner Unterkunft und dann kann ich erst Dortmund erkunden. Willkommen in Dortmund. Oh mein Gott. Endlich geschafft. 2 Stunden Verspätung, Digga. Jetzt erstmal zu meiner Unterkunft und dann irgendwie so in die Stadt. Ein bisschen zocken, ein bisschen rumlaufen, was essen. Oh mein Gott, war das leidend, Mann. Ich habe erstmal einen Döner gegönnt, Sachen abgelassen, jetzt geht's ab in die Stadt. Ist okay. Jetzt nur so ein 0815 Döner an der Straße. Wir sind da. Ich treibe mich jetzt einfach mal so ein bisschen herum. Schau, wen ich so finden kann. Oder wer mich finden kann. Sagen wir es mal so. Es bildet sich eine kleine Masse, eine kleine Welle in Richtung 100er Bummels. Das ist ein H&M. Wo eigentlich noch Socken? Schauen wir mal. Ja, ich gehe jetzt mal mit zum Spaß. Auch wenn ich eigentlich schon einen 100er Bummels habe, aber kann ja immer shiny werden. Ich hoffe, der ist nicht allzu weit, weil ich habe nicht nachgeschaut, wo der genau ist. Da ist er. Im Hintergrund seht ihr ein paar Menschen. Leider nicht shiny. Ja, wieso nicht? 100er verdient schon. Goldene Berge. So. Ich denke mal, hier ist ein Treffpunkt, da kommen ein paar Leute. Ich kenne und dann schauen wir mal weiter. Übrigens, kein Kommentar, woher ich weiß. Wobei? Kein Kommentar, woher ich weiß, dass es ein 100er hier ist. Die erste Welle an bekannten Gesichtern. Hier, hi gesagt, dort, hi gesagt. Hab mich auf jeden Fall gefreut, die ganzen bekannten Gesichter zu sehen. Grüße gehen raus an alle natürlich, die ich jetzt hier während der paar Tage hier sehe. Und wer die letzten Videos von mir gesehen hat, der weiß mein shiny Glück momentan. Abnormal und es geht direkt weiter hier. Shiny Kabuto. Und wisst ihr, was das krasse ist? Den hatte ich noch nicht. Also noch habe ich ihn gar nicht, muss ihn erst fangen. Aber direkt ein neuer Shiny. Ich habe ja gesagt, ich habe viele bekannte Gesichter getroffen. Die haben alle gesagt, ja, bisher ging es noch nicht so krass ab. Außerhalb des Parks, Shiny gerade nicht so hoch, aber ja, bei mir läuft es trotzdem. Sehen uns. Alter, wenn ich sage, es läuft, dann läuft's. Seht ihr das? Nidogan. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Gerade erst Kabuto angeklickt, Marco getroffen, die Straße entlang gegangen. Er hat einen shiny Kabuto bekommen. Ich klicke Nidogan an. Shiny. Vor allem außerhalb des Parks, die Rate soll nicht erhöht sein. Ich meine, eventtechnisch halt, so wie, was weiß ich, Sepo und so davor. Sehr nice. Insgesamt ganz gut. Seht ihr, glaube ich, nicht so gut. Aber viele Geschäfte hier haben so Pokémon-Spezialangebote. Also die wissen schon, was hier los ist. Finde ich echt eine coole Sache. Die ganze Mengenmasse beim Rain. Also ich filme mich und die Leute nur im Hintergrund, weil nicht, dass da irgendjemand ausflippt, dass ich direkt auf ihn filme. Aber puh, hier ist ein Lowdown-Raid und es geht ab. Schauen wir mal, ob wir irgendjemand noch kennt. Bestimmt. Also die Gruppe hier kenne ich. Aus München, die haben heute die leidende Fahrt mit mir miterlebt. Ansonsten drehen wir mal eine Runde hier durch. Menschenmasse. Ich kenne aber auch schon viele, die sind jetzt schon heim. Ausruhen für morgen.
Nicht schlecht. Das Hotel war auch. Oh Mann. Alter. Das erinnert mich echt an alte Zeiten, 2016, 2017. Das ist doch schön zu sehen. So Leute, es ist der nächste Morgen. Freitag. Mein Tag mit dem Ticket. Ich freue mich schon drauf, es ist 6 Uhr, 6.30 Uhr. Ich gehe gleich los. Meine Ziele für Dortmund jetzt. Alola Kukwai 100. Alola Diktor 100. Alola Kleinstein 100. Diesen Skorpion 100. Weil, wobei das ein Event bekommt, keine Ahnung. Auf jeden Fall die drei Alolas 100 wäre nice. Schade, dass Alola Kukwai momentan nicht so oft spawnt. Ansonsten eine Menge neue Shinies. Viel Spaß haben, viele Leute treffen, gute Videos drehen, klar. Da bin ich echt gespannt. Ich blende hier dann noch ein. Oh, das machen wir später dann im letzten Video. Fazit, wie viel ich gefangen habe. Problem war, ich habe gestern schon eine Menge gefangen. Minimum 400. Und das, obwohl ich erst ziemlich spät angefangen habe. Und dann heute Morgen kam, oder heute Nacht, kam auch noch eine krasse Nachricht. Mewtwo Strikes Back. Der Film, passend dazu, wie alle spekuliert haben, kommt Mewtwo zurück. Nur, nicht in Shiny, wie jeder vermutet hatte, sondern mit Rüstung. Rüstungs-Mewtwo kommt. Ob der bessere Wert haben wird, werden wir noch sehen. Manche munkeln ein bisschen mehr KP. Aber, ja, die Leute flippen aus, sind sehr gehypt. Kennt ihr dieses Meme von Simpsons und Lisa? Wo die irgendwas sagt, es ist aber dieselbe Puppe, nur mit einem anderen Hut oder so. Und es wird halt die ganze Zeit gememt. Zum Beispiel mit den ganzen Hut-Pikachus. Ja, ist eigentlich nur ein Hut. Hut-Pikachu-Mewtwo, sag ich mal. Einfach Mewtwo mit Kleidung. Die Leute flippen aus und ich mache wahrscheinlich noch ein einzelnes Video darüber, aber ja, Niantic hat dann schon krass in der Hand. Ich meine, ich bin auch gehypt, mich freut's auch, aber Alter, die können uns so das Geld aus der Tasche zocken. Der kommt jetzt irgendwann nächste Woche und bleibt bis Ende des Monats und die Leute werden wahrscheinlich so viel raiden. Klar ist Mewtwo, aber nur weil es jetzt ein bisschen anders aussieht, flippen die Leute hart aus, Mann. Schon krass, wie Niantic uns in der Tasche hat, die können einfach machen, was sie wollen und wir geben ihnen einfach das Geld. Eure Meinung dazu unten in den Kommentaren. Ich weiß nicht, wann ich das hier hochladen kann und werde. Aber ich versuche trotzdem für jeden Tag ein Video zu haben und dann nacheinander chronologisch hochzuladen. Auch wenn das erste Video jetzt vielleicht im schlimmsten Fall erst Montag kommt. Aber ich hoffe, ich kann es irgendwie davor hochladen. Auf jeden Fall, das war's von mir, Leute. Grüße gehen raus an alle, die ich heute getroffen habe oder gestern oder noch treffen werde oder alle allgemein, die in Dortmund sind. Euch viel Spaß, viel Erfolg. Mir viel Spaß, mir viel Erfolg. Ihr wisst Bescheid, wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business. Vor allem jetzt diesen Monat, glaube ich.